So, auf in die nächste Runde. Ich grüße euch, herzlich willkommen bei Whisky Gold. Ja, wir sind in den Highlands bei Glendronach und ich habe hier zwei 12-Jährige stehen. Vorab schöne Grüße an Rico. Rico, Grüße an die Ostsee in den weiten Norden. Vielen Dank für die Flaschen, dass du sie mir für das Video hier zur Verfügung stellst. Großartiges Ding, finde ich sehr geil. Im Anschluss werde ich nochmal die 2015er machen. Den alten Glendronach 15 und den aktuellen Revival 15. Kommt im anderen Video, aber habt ihr schon mal gehört. Also Rico, besten Dank. Ich hoffe, ich habe hier ein bisschen Spaß und ich lerne wieder ein bisschen was dazu. Denn wir haben hier eine Abfüllung von Glendronach, kennt ihr eigentlich alle. Der Standard mit dem Bottle Code vom Dezember 2020. Ja, überall verfügbar. Kostet 30 bis 35 Euro, je nachdem. Und hier hat mir Rico eine Abfüllung gegeben aus, ja, die sind so Anfang der 90er Jahre, den alten Glendronach. Also dürfte er schon gut seine paar Jahrzehnte auf dem Buckel haben. Die Flasche ist noch verschlossen. Rico, ich reiß sie einfach mal gar kackfrech auf. Du hast gesagt, tu es, ich tu es. Bei sowas lasse ich mir nicht Nein sagen da. Ja. Korken. Irgendwas wollte ich gerade sagen, jetzt habe ich es vergessen. So, Farbstoff. Auf dem alten 15er, auch aus den 90ern, steht mit Farbstoff. Hier schreiben sie es nicht drauf. Nun, ist natürlich, ja doch, importiert für Deutschland. Ich weiß nicht, wie es früher war, ne? Ob man das draufschreiben musste oder nicht. Soviel ich weiß, sind die ja jetzt nicht gefärbt und nicht kühl gefiltert. Wobei der 12er, glaube ich, Kältefiltration erhalten hat mit 43 Volumenprozenten. Der alte 12er hat auch übrigens 43. Ja. Schwierig zu sagen. Ich konnte nicht so viele Infos dazu finden. Jetzt steht auf dem alten hier Matured in Seasoned Oak and Sherry Cask. So, das heißt, wir haben hier, ich vermute mal, einen kleinen Anteil Bourbonfässer. Relativ viel Sherryfässer, so verstehe ich das. Und dieses Seasoned, ja, amerikanische Weißeiche, seasoned heißt ja letztendlich gewürzt, geimpft, aromatisiert. Es wird einfach Sherry drin gelassen für eine gewisse Zeit in den Fässern und dann werden sie als Sherryfässer verwendet. Ja. Auch für den Transport werden diese Fässer gerne mit Sherry befüllt, der nie benutzt wird. Der wird wieder weggekippt oder zu Essig verarbeitet, um die einfach zu befeuchten für den Transport. Ja, da werden gerne mal 10, 20 Liter Sherry reingehauen. Vielleicht bleiben sie auch drin, das weiß man ja nicht. Und dann kommt noch das Destillat drauf. Das sind Fässer, die extra für Sherry produziert sind. Also so wie Bodega selbst, die benutzt die selber, die gibt sie nicht ab. Und wenn dann wahrscheinlich für horrende Preise, so dass wir uns das hier nicht leisten könnten. Das wäre dann eine ganz andere Sparte. Und die Bodega benutzt die Fässer tatsächlich selbst, bis die tot sind. Ja, und alte Sherryfässer zu finden, ist schon ein Kunstwerk. Wer das schafft, ja, es gibt einen, der hat wohl welche gefunden, 10 bis 20 Jahre alte. Wer das ist, darf ich nicht sagen. Ich muss mich ja auch mal ein bisschen bedeckt halten. Gut, also farblich, ich blende euch nochmal ein Foto ein, ist der alte ein Ticken dunkler. Vom Design her, ja, ich finde ihn ein bisschen attraktiver, weil er so oldschool rustikal aussieht. Ansonsten, ich mag den neuen auch. Glendronach Design ist sowieso genial, finde ich. Ja, man gehört ja mittlerweile Brown-Forman, ne? Seit 3, 4 Jahren. Irgendwie bin ich heiser gerade. Ja, bei dem alten Glendronach 12er, der reift ja in Pedro Jiménez und Olorosa Sherryfässern aus Spanien. Ja. Die kommen aus Spanien und dann hauen sie halt Sherry rein.
Also ihr habt hier keine Sherry-Fässer, wo dann Sherry 20 Jahre oder 10 Jahre drin lag. Nein. Wir machen euch ein Fass, wir hauen ein bisschen Sherry rein und dann transportieren wir das Ganze rüber. Und dann lassen wir das da noch. Dann könnt ihr das noch ein bisschen liegen lassen, den Sherry, und dann habt ihr ein Sherry-Fass. Ja. Muffig. Muffig, süß. Etwas Zimt. Sehr angenehm. Präsent die Nase. Süße. Zarte Trockenheit, so Holzspäne, so in diese Richtung. Bisschen Vanille. Tja. Schönes Näschen, wunderbarer Standard. Wir halten uns kurz. Jetzt mal den alten. Also wie gesagt, guck mal bei der Whiskey Base. Ich habe einige durchgeguckt. Das ist alles immer so Anfang 90er. So um den Dreh kam die raus. Der hat leider keinen Bottle Code. Uff. Ich würde jetzt gar nicht sagen intensiver von der Nase, aber deutlich trockener. Steht nur Seasoned Oak Sherry Casks. Beide 43 Umdrehung. Von den Aromen her ist der intensiver und facettenreicher. Ups. Der ist deutlich gesetzter. Ja, einfach. Wie sagt man? Einfach mehr Muff. So ein bisschen mehr. Omas Wandschrank einfach. Zart-Bitterschokolade. Also von der Nase müsste ich jetzt sagen, spricht der mich, der neue, mehr an. So, wir werden mal probieren. Jetzt habe ich natürlich mein Wasser vergessen zum Neutralisieren, aber. Halb so schlimm, oder? Ja, ist einfach lebendiger, frischer. Hat trotzdem diese Tiefe, ein bisschen schwerer für seine 12 Jährchen. Das PX-Fass bringt hier deutlich mehr Frucht. Zum Wohl, Rico, auf dich. Schöne Würze, Süße, Pfeffrigkeit, ja, Sherry-Einfluss definitiv da, diese Sherry-Süße. PX überwiegt, Oloroso ist hinten raus, das Trockene, recht weinig. Langer Abgang, hält sich wirklich lange im Mund. Letztendlich kennt ihr ihn ja, ne? Den brauche ich mir nicht groß vorstellen. Schönes Teil. Also das ist sein Geld immer wert. Jetzt kommt Rauch. Spaß. Kein Rauch. Ja, aber er öffnet ein bisschen. Vielleicht braucht er ein bisschen Sauerstoff. Die, ja, wirkt ein bisschen rotfruchtiger. So eine leichte Kirsche, Pflaume. Minimal. So. Der neue 12er ist weg. Schön ölig im Glas. Bildet Schlieren.
Strico, nochmals auf dich. Blasser, staubiger, trockener. Die Süße hat er, auch ein bisschen Würze. Wirkt ein bisschen wässriger im Vergleich zu dem. Er hat nicht so die Tiefe, nicht so die Aromenfracht. Ja, Trockenheit, ordentlich. Hinten raus jetzt, puh, staubig auf der Zunge. Sherry ist da. Aber vom Abgang etwas kürzer. Also er ist aromatisch. Er hat eine gewisse Tiefe. Wer es nicht zu trocken mag, nicht zu holzig, staubig, Holzspäne und so weiter, darf hier nicht zugreifen. Das ist schon ordentlich. Sherry Cask. Ich würde jetzt einfach sagen, der hat einfach Oloroso Sherry Fässer nur gesehen. Wohingegen der die PX-Dinger hat. Dadurch hat er diese Frucht. Schon sehr doll, also muss man Bock drauf haben, ne? Da ist mehr Leben. Da ist ein bisschen mehr Vielfalt. Entwickelt sich ganz anders. Also ich werde viel eher mit ihm warm. Ganz schwieriges Kaliber. Ich muss sagen, man merkt jetzt so ein bisschen, dieses Alt ist nicht unbedingt besser. Also nicht vom Alter her, von der Jahreszahl, sondern einfach Abfüllung von vor 10, 20, 30 Jahren waren nicht alle unbedingt besser. Um es vorsichtig auszudrücken, ich würde sagen, sie waren einfach anders. Und ob es besser ist, das muss jeder individuell entscheiden. Also ich für meinen Teil würde, das ist ein Drittel des Preises, den neuen bevorzugen. Ja, würde ich sie jetzt gleichstellen, weil ich mir die damals für 30 Mark gekauft habe und den jetzt für 30 Euro, würde ich sagen, jeder ist so ein bisschen unterschiedlich. Meins ist es eher das, was jetzt auf den Markt gekommen ist. Das nächste Mal machen wir die 15er. Ich hoffe, ihr hattet so ein bisschen Spaß und ja, das war's denn auch. Macht's gut. Tschüss.